Wow, that's dark. Ja, der Anime ist wirklich nice, muss ich sagen. Let's rock, baby. Oh Gott, das ist Stimme. Wir haben mal überlegt, dass das hier eigentlich ein Resident Evil werden sollte. Just saying, das sollte ursprünglich ein Resident Evil werden. Das merkt man aber auch an vielen Stellen einfach. Aber eigentlich kann man froh sein, dass denn daraus sowas geworden ist. 2 millenniums ago, there was a war between the human world and the other, the underworld. But somebody from the underworld woke up to justice and stood up against this legion alone. Nee, ohne Panzersteuerung zum Gut. Later, he quietly reigned the human world and continued to preserve harmony until his death. He became a legend. The legendary Dark Lord. Eine dropkickende Legende. Ich war damals so enttäuscht von der DMC Collection für PS3. Da war diese Cutscene nämlich komplett unsynchron. Also wirklich komplett, komplett unsynchron. Genau wie im zweiten. Und vom dritten will ich gar nicht erst anfangen. Das war fucking busted. Devil May Cry. I'm sorry, we closed at 9. Again, no password. I can't seem to get any real business. Whoa, slow down, babe. Oh Gott, that's so cheesy. Well, well, what do we have here? Nature calls? It's in the back. So, you must be the handyman who'll take any dirty job. Am I correct? Almost. I only take special jobs. If you know what I mean. Please don't ban me, Twitch. You're the man who lost a mother and a brother to evil 20 years ago. The son of the legendary Dark Knight Sparta, Mr. Dante. Mr. Dante. Well, the way I figure it, in this business, a lot of your kind comes around. And if I kill each one that comes, eventually I should hit the jackpot sooner or later. In that case, you should be used to this sort of thing. Das jedes Mal immer sein. Oh, muss das sein? Jedes Mal. Unlimited power! Time to go to work, guys. So fucking cheesy. No. Even as a child, I had powers. There's demonic blood. Ich wurde schon als Kind andauernd aufgespießt. Irgendwann wird's langweilig. Things of we, nie gehört. You were the first one to know about my vengeance. Looks like I'm getting closer. It seems that way, but I'm not your enemy. My name is Trish. Ich hab grad Trash verstanden. Hey, Bruchmann. An end to the underworld. What? Were sealed by Sparta. He's attempting to gain control of the human world once again.
He has been preparing to open the gate on Malay Island. Für PS2-Zeiten. Gefühlt 10.000 Mal komprimiert, aber es sieht nice aus. The castle is above this cliff. Come on, let's go. Ja, und das meine ich, es sollte wirklich damals ein... Ja. Oh Gott. Oh Gott, wie er klingt allein schon. Ich finde diese Insel gesucht. Starte vorbei und dann ist hochgestürzt. Nicht cool. Okay, da sind meine... Das Karte? Ah, das Lock-On. Ich muss R1 gedrückt halten, um meine Knarren zu benutzen. Okay, gut. Ist halt auch Lock-On, ne? Ah, cool. R2 ist Taunten. Das ist nice. Okay, das ist Dodgen. Okay, ich glaube, ich hab's raus. So, wie die Steuerung ist. Es ist ja... Es ist kein DMC 3, wo, wie ich finde, persönlich sehr viel schöner ist. Obwohl es, wo alle Teile irgendwo fucking hart sind. Und da bin ich wieder, ich armer Troll, verteidige DMC und weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß auch nicht. Das Schlimme ist, DMC Devil May Cry, ja, Charakter und Storyweise... It's fucking trash. Da stimme ich jedem mit ein, der das sagt. Aber das Problem ist, Gameplay-weise, von der Gameplay ist es, vom Gameplay her ist es eigentlich ganz nice. Öffnen, neue Fähigkeiten sind zur Verfügung, wenn sie es schon den Gott der Seiten opfern. Ah, okay. Rote Kugeln sind also der Basic Jizz. Alles, was ich noch kenne. Und hier ist, wie gesagt, so dieser Punkt, wo man so ein bisschen echt erkennt, dass es mal ein Resident Evil werden sollte. Nur, dass die Kamera irgendwie gefühlt 90% der Zeit irgendwie viel zu weit von dem Ganzen weg ist. Und bist du da jetzt einfach runtergesprungen? Das sah gerade mehr so aus, als wäre Dante da einfach runtergehopst. Nach dem Motto, ja, das ist doch egal. Es ist nicht mal unbedingt vereinfacht. Also, es ist geupdatet. Also sagen wir mal so, es wurde modernisiert. Let's face it. Eine Statue muss man weiter, weil das hier, ne, jetzt so das allererste. Also, kann ich noch gar nicht, wa? So. Weil seien wir ganz ehrlich, so, der erste Teil ist unglaublich clunky. Klassisch, ja, aber clunky as fuck. Kugeln. Gerade so, was die Kamera angeht, irgendwie. Es ist schön, dass irgendwie Fokus so mehr auf der Umgebung liegt. Aber ich muss mal gucken. Ich muss mal nachher schauen, wie das Ganze nachher ist, wenn es im Combat ist. Weil, oh, gerade das Springen. Ich weiß noch, dass es in DMC 3 Passagen gibt, wo du die Steuerung verfluchst. Wobei, das muss ich sagen, ist gar nicht mal schlecht hier gemacht. Wenn du an so einer Ledge bist und springst, dann springt er automatisch rüber. Das hat wiederum was. Sag keinen Anvisierungsmechanismus mehr gibt, der man gewisse hatte, der dort für die Taste gelegt worden ist. Ich bin ganz ehrlich, ich verteidige immer noch das Gameplay von DMC, Devil May Cry. Ich verteidige nicht die Charaktere. Um Himmels Willen oder die Storyline, um Gottes Willen. Oder die fucking Dialoge, um Gottes Willen. Aber ich will damit sagen, dass man da nicht so... Ja, das Gameplay hat... Es hat das gemacht, was es tun sollte. Nämlich, es hat Spaß gemacht. Und das ist, wie ich finde, da einer der wichtigsten Aspekte.
Es ist immer so die Frage, macht das Gameplay jetzt Spaß oder denkst du dir, boah, I want to fucking hang myself? Weil Dante nie das tut, was er tun soll. Dass der Sprung hier funktioniert hat, ist beyond me. Ah, Fragment der blauen Kugel. Ja, das ist also genau derselbe Gears wie damals. Aber ich sage auch, jeder darf seine eigene Meinung haben. Jeder soll um Himmels Willen seine eigene Meinung haben. Und ja. Und ich glaube, ich habe jetzt schon keine Ahnung, was ich machen soll. Weil zum Beispiel, was ich am dritten auch immer kritisiere, ist, dass du oft keine Ahnung hast, einfach, wo soll ich hin? Es hat einfach sehr oft diese Momente nach dem Motto, what? Wohin? Und dann rennst du wieder in mehr Gegner, was in mehr Tode resultiert, was in mehr Frust resultiert. Also klar, damals hatte ich um einiges mehr Zeit für den Jazz, aber... Ja, das ist das noch. Ich bin jetzt schon irgendwo... Ich weiß jetzt schon nicht, wo es weitergeht. Das ist irgendwie... Das ist funny. Not really, aber... Ich meine, die Tür will mich ja nicht. Ein rostiger Schlüssel könnte helfen. Ja, aber... Wo? Ich bin so retarded jetzt schon. Das ist... Wow. Du solltest da nicht runterspringen. Aber man muss sagen, für selbst für PS2-Zeiten sieht es verdammt gut aus. Also das kann man jetzt nicht leugnen. Weil es sieht gut aus. Aber wie gesagt, die Kamera, die will am liebsten... Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, die Kamera will am liebsten aus diesem Spiel fliehen. So im Motto, get me the fuck out of here. Ich will mit dieser Welt nichts mehr zu tun haben. Immer allein der Shot hier. Ich meine, klar, er zeigt dir das da hinten, das da oben. Aber es ist so unglaublich weit weg. Kann ich hier nicht... Oh. Oh. Cool, hier ist auch nichts. Rote Tür? Ich glaube nicht. Ich glaube, die ist nämlich zu. Das ist nämlich das Problem an der Sache. Das ist das Problem... Oh, mein Ohr juckt. Oh, mein Ohr. Hör auf damit. Normalerweise. Ach so. Dafür sind rote Kugeln hier auch da. Ja, gut. Ich bin's gewohnt, dass rote Kugeln dazu da sind, dass du, ne? Ihr wisst schon. Also, rote Kugeln waren für mich immer da, dass du dafür dein Zeug bezahlst. Eingittertor. Aber es hat echt irgendwo ein sehr starkes Resident Evil Feeling. Ja, gut. Oh Gott. Oh, ich höre Musik. Ich weiß, dass ihr lebendig werdet, von daher. Eigentlich könnt ihr es jetzt auch schon machen. Die Musik auch. Kugeln. Kugeln. Na gut, gehen wir da erstmal hoch. Aber stellt euch mal vor, Dante wäre in Resident Evil gelandet und nicht in seinem eigenen Spiel. Das wäre mal etwas gewesen. Ich meine, das wäre mal was ganz Neues. Ah, ein rotziger Schlüssel. Okay. Normalerweise... Ah, jetzt werdet ihr lebendig. Okay. Kshing. Oh, die Musik ist geil. Wie viel?
Wow, okay, ich sterbe gleich durch den ersten Gegner. Das ist nice. Okay, ich sterbe hier gleich schon durch den ersten Gegner. Der hat mich schon fast gekillt. Wie viel Damage machen die? Oh mein Gott. Das waren 3 Treffer. Wirst du da jetzt wohl runtergehen, Dante? Meine Güte. Oh, wirst du da wohl jetzt? Danke. I almost die. I'm almost dead. Und das nach dem ersten richtigen Gegnern. Öffnung, was ich stecken kann. Das ist cool. Das ist nice. Ich habe aber einen rotzigen Schlüssel. Eine Leine, ich habe es verschlossen. Hä? Von dem bin ich doch gekommen. Oh boy. Na, jetzt aber. Hey? Bin ich jetzt komplett durcheinander? Von da bin ich doch gekommen. Oder... Ach schön, ihr respawnt auch. Ach nee. Ach ja, die Treppe. I totally forgot. Ja, es ist irgendwie das Dark Souls der DMC. Oh ja, genau. Alles ist das Dark Souls des irgendwas. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass DMC schon damals Dark Souls Level war. Bevor es Dark Souls gab. Es ist im Grunde das Devil May Dark Soul, könnte man sagen. DMDS. Nee, DMD. DMD. Und es gibt Alkohol. Liegt überall Alkohol rum. Ach, diese feierliche Musik ist ja auch überhaupt nicht feierlich, ne? Dir seine Stimme auch. Okay, cool. Ich meine, ich wollte gerade sagen, ich weiß, dass du da hoch kannst. Ich weiß, dass du da hoch kannst, Dante. Dante. Oh, du fucking Twat. So, geht doch. Dankeschön. Noch eins davon wäre nice. Kann ich euch irgendwie... Nee. Eure Seile existieren nicht. You have no strings on you. Ach so, so ein Schalter. Das ist so eine Beta-Version von den Dingern. Und der erste Boss ist busted. Das weiß ich noch ganz genau. Bei dem habe ich nämlich damals aufgehört. Man kann es auch so machen. Ich bin tot. I'm fucking dead. Deswegen hat man hier auch 10.000 gelbe Kugeln. Ja, das ist... Ja, Mensch. Warte mal, hab ich jetzt... Hallo. Möchte... Nee, ich möchte Gegenstand gucken. Would you please? Dann halt nicht, gut. Ach so. Okay, das habe ich alles noch. Oh Gott, die Kamera, ne? Die Kamera macht mich, glaube ich, noch mit am meisten fertig an sich. Komm, das sind die ersten Gegner im Spiel und sie zerstören einen einfach so übelst. Oh.
Zack. Ach, schön, dass die jetzt Energie droppen. Das ist ja ganz nice. Geben wir mal erst die Kugeln. Das lief doch jetzt besser. Ach, schön, mehr von euch. Mehr von euch, Pimmland. Geht doch. Ach so, das ist so eine Art Kombosystem. Okay, verstehe. Die ist immer anders, je nachdem, mit nach welchem Angriff du Pause lässt. Alter. Das ist geil. Weißt du, du kannst einfach gekombot werden. Hat mich das Ding gerade mit einer fucking Shotgun erschossen? Okay, ich nehme alles zurück. Das sollte kein Devil May Cry werden. Das sollte fucking... Das sollte kein Resident Evil werden. Das ist das Dark Souls vor Dark Souls. Kein Wunder, dass ich damals aufgehört habe, dass ich hier schon aufgehört habe. Das ist ja fucking retarded. This is fucking retarded. Und du kannst einfach mega zu Tode gekombot werden. Das ist das Fieseste ja noch mit. Yes, way! Und der Piss hatte eine Shotgun. Alter. Das ist ja mal Spaß. So, Ruhe. So, euch töten wir hier direkt. Piek, 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 piek. Nein, 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 nein. Lass mich doch mal. Interessant, dieser Grab macht irgendwie weniger Schaden als all der ganze andere Herz, den die machen. Wo ist der Pisser mit der Shotgun? Hier sind wir. I will fucking stab your dick. Ach, da ist noch einer mit ohne Fahrkarte. Ist das so? I stab your dick. I tell ya. So, jetzt ist Ruhe. So schnell ist mal Ruhe hier. Ay, caramba. Okay, das war's. Hätte ich hier gar nicht sein müssen? Nice, ich hätte hier gar nicht sein müssen. Das hat mich jetzt also umsonst fucking gelbe Kugeln gekostet. Das ist ja ganz nice. Ach schön, ihr spawnt dadurch noch. Activating Dick Stab. Jesus. Das sind die ersten Gegner, möchte ich betonen. Und die sind fast schon so krass wie die letzten, die später kommen. Och komm, ja. Hallo! Gottes Willen, ihr seid die ersten Gegner. Ihr habt eigentlich überhaupt nichts zu melden. Oh mein Gott, ey. Ruhe ist jetzt. Grrr. Kaputt. Obwohl die Sense bei DMC am besten wäre, ist die Lieblingswaffe. Oh. Reden wir jetzt alle DMC-Teile oder reden wir nur DMC? Auftrag erfüllt. D.
Wie doof. Wie mich wundert, dass jemand hier nachher noch weiterspielen würde. Aus allen. Das Schlimme ist, DMC 3 hat richtig geile Waffen. DMC 4 hat richtig geile Waffen. Das ist das Schlimme an der Sache. Oh Gott. Ich muss sagen, ich finde Red Queen schon fast noch am geilsten. Das ist einfach ein fucking Schwert mit einem Motor. Das ist irgendwo awesome, you know? DMC 4 zum Beispiel, Agni und Rudra ist verdammt geil. So viele Waffen aus dem... Was? Aha. Einfach können Sie sich eine einfache Steuerung freuen, mit der viele verschiedene Bewegungen möglich sind. Nein. Da sehe ich jetzt absolut keinen Sinn drin. Ich weiß auch nicht. Richter des Todes. Ich hätte mich... Schön. Weißt du, der Auftrag beginnt. Gleich wieder Killerbosse. Killergegner. Ich weiß nicht, ich kenne die Steuerung ja. Also das ist das geringste Problem hier. Okay, denn. Beide tot. Kappe. Nimm mal mit. Ich hätte mich aufpowern können. Ich hab's verplant. Ach ja, das ist fair. Würdest du jetzt mal... Ich lenk die ganze Zeit zur Seite. Es ist so fucking clunky, ne? Das ist unglaublich. Das ist nicht schön gealtert. Vor allem, das ist jetzt hier... Das ist fucking Stage 2. Das Spiel schmeißt dich echt ins Wasser und sagt, so, lern schwimmen oder ertränk. Ja, aus dem Nichts. Das ist fair. Ich sterbe hier gleich schon wieder bei denen hier, bei normalen Gegnern. Das ist... Hey, du. Ja, irgendwo haben die Viecher keinen Bock aufzuhören. Okay, gut, ich gehe dann mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ja. Nicht schon wieder. Oh Gott. He starts to like that shit. Und sein Mantel ist heil. Ich meine, er hat regenerierende Kräfte. Nice, aber... Sein Mantel? Sein Mantel ist einfach zu overpowered für so einen Yatz.
Oh ja. Cool. Ich gehe mal weiter, ich bin sowieso fast tot. Okay. Okay dann. Okay, gut. So ging das. I get it now. Ich bin zwar fast tot, but it's okay. Wenn ich ihn bestellt, dort ist so ein Schlüssel. Ja, nimm mal. Oh, geil, noch ein rotziger Schlüssel. Gibt's ja auch unsichtbare Wände wie in Dark Souls? Würde mich nicht mal mehr wundern. Vieles würde mich hier nicht mal mehr wundern. Ja! Yo! Wie kann ich das ausrüsten? I want that Gewehr. Präzisions... Das ist eine fucking Shotgun. Aber ich sag mal nichts dazu, ne? Das ist eine fucking Shotgun. Aber ich sag ja nichts. Ich hab ja nichts gesagt. Da liegt nochmal was. Ich hab doch was klickern hören. Okay, dann nicht. Ich hab die Shotgun, damit bin ich zufrieden. Da stand gerade Präzisionsgewehr. Das ist ein Präzisionsgewehr jetzt. Das ist eine Sniper Rifle. Der fucking Sniper. Ja. Was ein fucking Snipergewehr. Richtig Hardcore Sniper. Richtiges Präzisionsgewehr. Mhm. Ich würde zu gern wissen, wer da bei der Übersetzung so derbe Scheiße gebaut hat. Au! Löwen gegenüber den haben wir ein Zeichen. Okay, Löwe. Fuck you then. Komm ich später wieder. Kannst du auch nichts machen. Ja! Supala. Nein, akzeptieren können sie. Ich bin. Rap. Nee, da kann ich nicht hoch. Oder? Nope. Ja, eben, es ist eine Shotgun ist an sich eine Präzisionswaffe. Du musst grob in die Richtung halten, damit derjenige davon getroffen wird. Statue. Die Shotgun ist auf jeden Fall besser als der andere Jatz. Staggert wenigstens. Ach schön, die gelben Kugeln, die werden nicht mit jeder Mission... Das ist... ja... Geile Game Mechanics, super durchdacht, ist überhaupt nicht asozial. Nö, warum? Nö. Kann ich gut verstehen. Wie hat dieses Spiel überhaupt so lange überlebt? Den zweiten Teil hat sowieso jeder...
Ah, okay. Den zweiten Teil hat ja angeblich sowieso jeder gehasst für das, was er ist. Oh, und denn, dass der dritte gemacht wurde, ist mittlerweile beyond me. Beziehungsweise, dass der dritte gemacht wurde und dann tatsächlich gut war. Schieb dir das mal sonst wohin, ja? Oh ja, ist überhaupt nicht... Du solltest nicht Devil Trigger gehen, Kumpel. Der hat eine Shotgun geblockt. Das Problem ist, diese Mistviecher, die blocken immer genau dann, wenn jemand anders dann angreift. Und dann denkst du dir, oh ja, well, that's cool. Noch mehr. Nö, tust das nicht, ja? Du kannst keine Shotgun blocken. This is not how shotguns work. Ja, gut, das, ja. Oh boy. Was haben wir denn hier? Stab der Gerechtigkeit. That's cool, I guess. Boah, Alter. Fixierte Kameras, ne? Ich glaube, das ist etwas, womit ich mich nie anfreunden kann. Beziehungsweise, ich glaube, dass fixierte Kameras ist etwas, wonach niemand wirklich heutzutage mehr fragt. Are you real? Ah, Captain Sensenmann kommt. Okay, das ist schön. Ja, mein Lieblingsfreund. Oh ja, ihr seht nach Spaß aus. Kopflose Missgeburten. Ja, das wird ja witzig. Oh, nee. Oh, nee. Ja, fliegende Mistviecher. Ich halt mal drauf. Die haben sogar die Sounds von den Gegnern aus dem dritten. Wie viel? Ja, Scissorman, ist okay. Yo, you dead. Das Präzisionsgewehr erweist sich hier als äußerst nützlich. Unheimlich präzise. Sehr präzise. Weil es ist eine Shotgun. Might as well call it a pistol. Might as well call it a Derringer. Might as well fuck it. Ja, wäre ja schon mal überhaupt nicht disgusting an. Warte mal, kann ich dir... Boing. Ach so, du willst den Stab. Okay, hier, hab den Stab. Viel Spaß damit. Oh, kommt nicht gleich der Boss? Ach nö, erstmal Auftrag erfüllt, ja, dann ist ja gut. Komm, we only died. Wow. Ja, tritt nochmal nach, Spiel. Ist okay. I did what I could, but tritt nochmal nach. Oh Mann. Ich spiele 31 Minuten und denke mir jetzt schon, is not mine. Ich liebe DMC, aber nicht dieses. Das ist irgendwie echt schade eigentlich, wenn man so mal darüber, wenn man so mal überlegt. Oh, jetzt geht's los. Power Up, was kann ich denn damit machen? Teufelsstern, magische Kräfte, 5 Teufelsstern, was kannst du denn wieder her? Geweihtes Wasser, also Weihwasser, Damage Instant.
Ich kann mir wieder gelbe Kugeln kaufen. Kostet aber auch fast alles, was ich habe. Beziehungsweise... Moment, hä? Können keine weiteren Gegenstände dieser Art aufnehmen. I only have one, you fucking twat. Ja, ich gebe mir wenigstens mal die blaue Kugel. Ein bisschen mehr Energie. Das Bossing ist die DT hier, OP, as fuck. Tatsächlich glaube ich sogar hier gewollt. Echt jetzt? Ich meine, ich habe für nichts mehr Das kostet 4000! Jesus! Ei, caramba, ist das teurer Scheiß. Vor allem... wo sollst du so viele rote Kugeln herkriegen? Bestehen sie in Tesla, wenn sie in sich stolzes Löwen. I don't want. To be honest, I don't want. Ne, mit dem Penner, also mit dem Boss habe ich hier noch ein Hühnchen zu rupfen. With this cunt. Hier steht etwas geschrieben. Also wir werden sie in den beschwerlichen Weg gehen. Ergo. Radikal Beam, okay. Get lasered. Ich frage mich ja, was passiert, wenn ich keine gelben Kugeln mehr über habe. Ich meine, die Dinger verlierst du ja schneller als Sand in einem Sieb, also von daher. Achso. Hab mich gewundert, was das für ein Geräusch ist, aber. Ja. Den beschwerlichen Weg, ja. Was jetzt kommt, ist leicht. Es ist beschwerlich. Alter, diese roten Kugeln, ja gar nichts. This takes ages. Hier steht, geh den Weg zurück und du wirst mit deinem Löwen aus der unendlichen Tiefe zurückkehren. Eure Löwen mit dir tragen. Okay, gut, cool. Was bist du? Kunst. Die ich noch nicht ganz verstehe. Okay. Der Boss ist super asozial. Bei dem habe ich damals aufgehört zu spielen, Alteria. Der... Ich wollte gerade sagen. Guess I die! Ach schön, ich verliere dauerhaft Energie. Das ist nice. Skulls! Spooky Skulls! It's so spooky! Okay, womit hat er mich gerade getroffen? Ah, er hat mich angehaucht. Das ist... Und der knabbert dann direkt an mir. Ja, Mensch. Hier, hab mein Präzisionsgewehr. Jetzt ist so präzise. Oh ja, gib mir. Oh yeah. Well, das war der erschwerliche Weg. Sehr erschwerlich, Will. It's a spooky, scary skulls. Oh, ist so spooky. Ist so scary. Und was jetzt kommt, geht mir auf wie nervy. I mean, you need to see this shit for yourself. You need to see that shit. Stolz des Löwen, wo das wohl hin soll. Ja, that cunt. Ich meine, das Ding sieht scheiße awesome aus, ne? Aber believe me, it is not. Another small one.
big surprise. I hope for your sake you got something inside that big body of yours. This is gonna be fun. Das Ding hat auch irgendwo einen Schwachpunkt. Au. Irgendwo hatte das Ding einen Schwachpunkt. I can't quite remember. Ach ja, genau das war das. Ja, genau. Ja, weil deine Angriffe irgendwo fucking worthless sind. Ich kann nichts sehen. Schön, das hat überhaupt nichts gebracht. Das bringt auch nichts. And I'm dead. Das ist der Grund, warum viele dieses Spiel in die Ecke schmeißen und nie wieder anfangen. Genau this little cunt here. Und jetzt bin ich auf meinem letzten Leben, basically. Wenn das weg ist, weiß ich nicht, wo ich starte, keine Ahnung. I don't know. Das und, also, ich wollte gerade sagen, ich muss mir jetzt hoffentlich nicht gleich jedes Mal denn diese scheiß Cutscene mit ihm antun. Ich versuch's gleich mal mit dem Handbreaker, okay? Pack es an jetzt, Mann. Okay, man kann zum Glück. Oh ja, Handbreaker ist gar nicht mal schlecht. Oh, Handbreaker ist sogar ziemlich gut. Ich glaube, ich habe ihm noch nie so viel Schaden gemacht. How did that hit me? Eigentlich müsste ich zwar schmelzen, sobald ich das Ding auch nur berühre, weil das scheint ja Lava zu sein. Oh ja, Helmbreaker ist broken gegen das Vieh. Oh, Helmbreaker ist nice. Oh mein Gott! That Helmbreaker, though! Aua! Sekunde mal. Oh, yes. Oh, das hat jetzt, das ist jetzt was Privates, Kumpel. Das ist jetzt was Privates. Achso, seine Energie ist nur rot, ich wollte gerade sagen. Aber die Kamera ist fucking terrible. Ohne Scheiß. Die Kamera ist fucking terrible. Ich meine, ich kann froh sein, dass ich wenigstens durch Säulen gucken kann. Okay. Aua! Come on. Das tust du mir jetzt nicht an. Kamera, bitte. Fuck mich nicht. Ja, Handbreaker ist OP gegen das Ding. Trotzdem ist dieses Ding eine einzige Scheiße. Das Spiel ist vorbei. Man nennt es auch Game Over, you fucking cunt. Speicherpunkt aus fortsetzen. Möchten Sie ihn? Ja. Looks like I have to. Devil Trigger, ja. Ich bin es nicht gewohnt, dass ich das so früh im Spiel schon hab. Vor allem jetzt müssen wir den gesamten Dings nochmal machen. Ich meine, es ist nicht viel, aber trotzdem. Ich bin das nicht gewohnt, so früh schon Devil Trigger zu haben im Spiel beim ersten Boss. Deswegen vergesse ich, dass ich es habe. Ich meine, ja gut, die Mission ist nicht lang, aber es ist frustrierend, dass du stirbst, weil die Kamera sich denkt, nee,
Wir stellen uns mal so hin, dass es super schwer für dich ist, dieses Mistvieh zu sehen. Oder zu sehen, wie weit du von dem Ding entfernt bist. Das ist halt ein bisschen... Ja. Ja, deswegen ist Handbreaker so fucking effektiv. Nani? Ihr bitte ein Glücksbit. Oh shit, ein Glücksbit. Ich weiß gar nicht echt, ob Twitch da überhaupt sagt so, boah, geil, ein Bit, zieh mir davon die Hälfte ab, jetzt kriegt der Ken nur noch einen halben Cent. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Ich habe keine Ahnung von Twitch, was das angeht. Jetzt müssen wir halt den ganzen Gejatze nochmal machen. Mit unter dem Meer und hast du nicht gesehen, mit den Skeletons. Den spooky, scary Skeletons. Warte mal kurz. Wir behalten trotzdem nur die eine goldene Kugel. What fucked up game mechanic is that? Das ist... Weißt du, in einem Spiel, wo du so häufig stirbst, wie in diesem, und die Dinger werden nicht aufgefüllt, sondern du musst die dir kaufen. Call mich oldschool, aber das ist irgendwo... Klingt irgendwie wie ein Mechanic, was irgendwo nicht fair ist. Ja, und die Plattform da hinten denkt sich, well, fuck you, dude. Mir doch egal. Mach doch, was du willst. Oh nein, damn spooky, scary skeletons. Mach doch, mach doch, mach doch. Meine Güte. Wo seid ihr? Die Kamera ist gerade nicht auf meiner Seite. Ich meine, die Dinger gehen mit zwei Schuss drauf. Das ist eine gute Sache. Oder drei. So. Versuchen wir es nochmal. Jetzt, ne? Wissen wir ja ein bisschen mehr. Aber jetzt weiß ich, wie gesagt, auch, warum ich hier damals aufgehört habe. Weil das ist... ich weiß auch nicht. Es ist halt irgendwie so Anti-Spaß-Mechanics. Ich weiß auch nicht, es ist weird. Ich wollte gerade sagen, skip bitte den Scheiß. Alter, ja, das ist mit der Kamera, ist das... Die Kamera ist das einzige Problem, wirklich. Oh, Säule, ja. Wie hat der mich... Ich war auf ihm. Oh, come on. Really? Bleibst du jetzt stehen? Du bist durch mich durchgesprungen. Das ist wunderbar. Oh, fuck. Oh, die Alter. I can't see shit. Wow. This game is something special. Come on. Hör mal. Oh, bleib doch jetzt, du Mistvieh. Ich kann dich nicht... Oh Gott. Oh wow, ich habe ihn besiegt. Das ist das erste Mal, glaube ich, dass ich das Vieh tot sehe. Ja, richtig. Blubber dich weg. Lächerlich, ich becher dich weg. Wirklich, der... Oh, die Kamera, ne? Es ist... Ich weiß nicht, im dritten funktioniert's um so vieles schöner. Das ist das Problem, wenn du wirklich die alten Teile, die neuen Teile zuerst gespielt hast und dann... Ich meine, jetzt sind wir hier durchgerusht. In 4 Minuten. Du kriegst trotzdem nur ein fucking C. Alter.
Das Spiel will dir auch nur sagen, fick dich, spiel was anderes. Aber ich will mal gucken. Also jetzt ist wenigstens mal Neuland für mich. Aber ich kann verstehen, dass Leute das hier verteidigen. Aber ich habe da, es ist super clunky. Die Kamera ist definitiv nicht für das ausgelegt, für das, was es von dir erwartet, leider. Schwarzer Ritter, ja, das klingt doch schon wieder nach Spaß. Möchten Sie einen roten mit einem Blitzschild schwer, oder? Oh, das, der Angriff ist cool, aber ja, kostet einfach mal Nummer 1,5, ja. Gib mir noch eine blaue Kugel. Ja, Auftrag 4 ist für uns alle Neuland. Genau wie das Internet. Nicht wahr? Ach, guck mal, jetzt sind wir hier wieder. Wir werden den Löwen mehr irgendwo reindrücken. Wir haben ja den Löwen. Ne? Ah. Verfolgt mich das Ding jetzt überall? I don't hope so. Neue Stärke, mal alles, bevor ihr Löwen benötigt ein Zeichen. Ja, mach, ich hab's. What the fuck? Hier schläft der Torwächter. Das ist schön, und klaut das Zauber, sind hier weckt. Nimm das, Löwe! Vor allem, weißt du, was war das? Das Ding taucht jetzt auf, du gehst durch die Tür und das war's. Oh, cool. Noch ein Gegner, Boss. Der einen direkt angreift. What the fuck? I'm already dead. What the fuck? Ja. Da geht jetzt noch mal eine... Jetzt haben wir keine mehr. Das heißt, jedes Mal müssen wir jetzt quasi den... Nein, nicht jedes Mal. Nee, wir haben jedes Mal einen Versuch. Ne, und dann... Jetzt taucht der nicht mal mehr auf. Was ist zur Hölle? Sie sollen Devil-Ticker töten für einen guten... Kann man echt? Na gut, das ist gut zu wissen. So, jetzt wissen wir, das Vieh greift instant an. Irgendwie offenbar aber unausweichbar. Und nimmt keinen Schaden, während ich in einer Endlosschleife gefangen bin. Das ist wunderbar. Okay, es gibt offenbar super Fatalities. Okay. Okay. Das ist passiert. What the fuck? Mein Instinkt sagt mir, ich soll dieses Mistvieh nicht bekämpfen. Because it's fucking bullshit. What the fuck? Seit wann hat das Spiel Fatalities? Warum habe ich mir eine blaue Kugel gekauft, wenn ich irgendwie null Energie dazu kriege? Wie wenig gibt so eine blaue Kugel bitte dazu? Schwester, ich spare mir den Scheiß. Es ist, wisst ihr was? Ich versuche das jetzt mal, wie du meintest, mit hier dem Vieh killen. Den Mother jetzt mal. Dem Vieh hau ich jetzt voller Hände über den Schädel. Pass auf. Oh nein! It's you again! Ja, ich würde ja gern... Es ist nur fucking impossible, weil mich das Ding wegschiebt und mich dann killt. Okay. 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 Ich meine, ich mache Schaden an dem Vieh, aber es haut mich ja schneller kaputt, als ich gucken kann. Ich meine, what the fuck? Ja, irgendwie
irgendwie... Bist du dir ganz sicher, dass man das Ding töten kann? Ich meine, klar, aber das Ding feuert so viel Zeug, so viel Jizz auf dich. Das ist ja... Der Tohu ist ja ein Bullshit dagegen. Jesus! Das ist ja schon nicht mehr witzig, ist das nicht mehr. Man, von mir, es kostet mich ja kaum Zeit, das immer wieder zu versuchen, aber ich glaube nicht, dass uns das irgendwo hinführt. Nee, das spiele ich garantiert nicht durch. Dafür habe ich jetzt schon zu viele Punkte, wo mir nicht gefallen oder irgendwie zu wenige, wo mir gefallen. Das ist irgendwie... Dich hat es irgendwie nie getroffen. Oh, das ist schön. Wenn er wenigstens mal... Ja, mach's halt ein bisschen später. Ja, mich trifft er irgendwie immer. Und schiebt mich und schiebt mich und schiebt mich. Und dann bin ich schon tot. Das ist... Ausweichen und nicht angreifen hier. Sie schiebt mich. Irgendwann ist da die Wand vorbei. Da ist seine Wand. Just saying. Ich kenne ja den Raum hier. Und so wie in dem Speed, in dem ich das Ding schiebt. Ich versuche mal wieder mehr Helmbreaker. Vielleicht funktioniert das ja. Nö. Es funktioniert auch nicht. Irgendwie der Input, wenn ich springen will. Wo bin ich? Schön, ich war irgendwo. Ach, und hier hören wir dann auf. Ah, wunderbar. Aha. Okay. You know what? Fuck that shit. Fuck that fucking thing. Das ist ja mal retarded. Alter, ohne Scheiß. Das ist ja mal hart retard. Ich versuche jetzt mich an dem anderen Gegner, der offenbar genauso asozial ist. Doch, komm. So, ja, oh, guck mal, da kommt er wieder. Oh nein. Was soll ich nur tun? Du sollst durch die... Fucking Twat. Hm, wunderbar. Ich bin doch schon gesprungen. This is fucking retarded. Ei, ei, ei. Weil ich kann nur springen. Woanders, das bringt ja nichts. Das ist eine Explosion. Eigentlich, dass mich das schon nicht immer trifft, ist ein Wunder. Hm? Kannst du? Wie du magst. Also ich habe vorhin erst gefrühstückt. Ich habe noch nicht so Hunger, wirklich. Nö, nö. Mach mal nur für dich. Oder muss ich hier einfach... Jene Löwenmütze-Tier können sich befreien. Ah, ergo, ich soll dieses Mistvieh wirklich irgendwie... Ja, okay. Du sollst ausweichen, goddammit! Ja. Is it dead? Nee, natürlich nicht. Es... Ja, weißt du was? Fuck this game. Nö. Fuck this game. Jedes andere Devil May Cry gerne, aber das erste ist... Nee.
Das ist irgendwo echt viel zu clunky, viel zu brüchig, ne. Das ist so eine Art Schwierigkeitsgrad, wo kein Spaß macht. Du hast einfach absolut null Erfüllung von dem, was du machst. Es ist mehr so, eine, dass du sagst, boah, geil, die Hürde habe ich endlich hinter mir. Ich muss dieses scheiß Vieh nicht mehr wiedersehen. Aber das hat nicht, ist irgendwo nicht wirklich befriedigend. Es ist mehr so, geil, du hast so eine mega krassen Boss besiegt. Ja, super. Zwei Räume später kommt er wieder und das in klaustrophobischer Umgebung. Ja. Trash, schiebst dir sonst... Ups. Ganz vergessen, ich muss erst die Konsole resetten und dann... This is how my first PS1 died. Ja, oder sowas. Ja, jedes DMC gerne. Selbst DMC Devil May Cry. Das macht, selbst wenn die Story und die Charaktere und das Writing absoluter Trash sind, da stimme ich jedem zu. Aber immerhin macht das Gameplay Spaß. Weil das Gameplay ist flüssig und es funktioniert. Das hier wiederum ist brüchig, langweilig und irgendwie der Schaden, der normal die Viecher raushauen. This is way too overpowered. This is way too broken. Aber davon abgesehen, allein schon jetzt zu Anfang, das ist euch ja bestimmt auch aufgefallen, dass es ziemlich häufig Gegner gibt, die irgendwo außerhalb der Kamera irgendwas nach euch schmeißen und ihr irgendwo null darauf reagieren könnt. Das ist auch so ein Punkt. Fixierte Kamera schön und gut, aber dann sorg wenigstens dafür, dass du die Gegner sehen kannst. Dass du wenigstens weißt, damit du weißt, auf was reagieren kannst. Weil sonst haben wir hier unfairen Damage, der irgendwo, ja, nicht gerechtfertigt ist. Wo man sich dann vielmehr denkt, boah, nee, fuck this shit. This is retarded. Und dann lässt man das Spiel liegen und fässt es nie wieder an. Von daher, ich höre von vielen immer, dass der erste halt sehr, sehr klankiger Anfang sein soll. Warte mal, ich muss mal was gucken, weil ich wollte ja auch mal hier... Ah gut, ist jetzt noch niemand davon da. Ja gut, was könnte man denn jetzt? DMC3? Nee. Bloody Palace. Das Schlimme ist, dass du Bloody Palace einmal gemacht hast, hast du sie alle gemacht. Das ist, ja, irgendwo. Nee. Es ist witzig ein bisschen, aber auch nicht lange. Hält nicht lange, sagen wir es mal so. Komm, machen wir jetzt mal einen der Bionicle-Teile, oder... Nee, komm, weißt du, wenn wir schon bei solchen Games sind, ne? Weil ich habe hier noch was anderes, was ich schon seit Ewigkeiten mal anfangen wollte. Nämlich God Hand. Hat vielleicht noch keiner von euch gehört, wirklich. Kann gut sein. Because allein der Artstyle, allein das Cover ist fucking weird. I mean, check this shit out. Das ist God Hand. Das steht uns jetzt mal... Komm, wir spielen jetzt mal God Hand. Das ist sowieso... Was ich schon seit Ewigkeiten mal anfassen wollte, ist auch von Capcom und ist, wie wir ja gesehen haben, was Capcom auf dem Titel hat, ne? Wo Capcom draufsteht und aus dieser Zeitalter stammt, it's gonna be tough, it's gonna be an experiment, it's gonna be clunky. Ich habe auch schon oft gehört, dass God Hand sehr, sehr, sehr clunky sein soll. So, einmal... Soon as I'm updated. God Hand, sehr schön. Aber es ist wie gesagt auch so ein Spiel, was ich seit Ewigkeiten mal anzocken wollte. Einfach nur mal gucken, wie es ist. Von daher werden wir das jetzt mal nutzen. Ich werde aber mal kurz einmal, entschuldigt mich mal kurz, einmal kurz gehe ich auf mein Twitch, auf mein Dutchboard und hau mal einen Tweet raus, auch damit man weiß, dass wir noch dabei sind. Und ich glaube, im Anschluss fangen wir dann mal mit den Bionicle Games an. Dann kann man das schon mal anschließen.
So, einmal einen Tweet rausgehauen. Einfach mal, damit noch ein paar Leute da sind. Oh, mal gucken. Vielleicht kommen ja heute im Laufe des Tages noch ein paar mehr zu, dass allein jetzt schon um die Zeit 33 Leute da sind. Ist eigentlich schon eigentlich einiges, sagen wir es mal so. Jetzt sehe ich auch mein Chat wieder. Danke. I own this game. Ich weiß nur nicht, wo ich es rumliegen lasse. Ich habe ja jetzt bei mir alles hier direkt neben mir, von daher. So. Wum. Ja, okay.